Hallo ihr Lieben, ich bin die Valentina und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe die heutige Einheit zusammengestellt mit mehreren Eigenschaften. Ich widme bewusst diese Einheit all die Mütter, ja, und vor allem natürlich auch meine Mutter. Achte bewusst auf deine Ausrichtung, versuch bewusst hier heute zu praktizieren. Und versuch dich bewusst hier auf die Matte nach innen auszurichten. Versuch bewusst hier und jetzt, in hier und jetzt anzukommen. Dafür nimm bewusst eine aufrechte Sitzhaltung. Entspanne deine Knie, leg die Hände drauf. Versuch bewusst den Bauchnabel nach innen oben zu ziehen. Schließe die Augen und dann rolle die Schultern von vorne nach oben und nach hinten sinken lassen. Nimm dir hier einige Augenblicke Zeit, anzukommen. Lass die Atmung in deinen eigenen Rhythmus fließen. Versuch nichts zu lenken, nichts zu bewerten, nichts zu verändern. Einfach nur in hier und jetzt anzukommen. Versuch auch bewusst, deinen gesamten Körper zu entspannen, hier auf die Matte anzukommen. Versuch bewusst bei dir zu sein. Und dann beginne auch langsam all die Gedanken. Vielleicht sind es heute früh noch nicht so viel, noch nicht so viele Eindrücke oder Erwartungen an dem Tag. Egal, was jetzt gerade da ist, versuch all das loszulassen. Beruhige deinen Geist und verbinde dich mit deinem Körper. Bleib hier noch einige Atemzüge, spür die Ruhe und die Gelassenheit in deinem Geist, in deinem Körper. Und dann nimm die Hände vor dein Herz. Und lasst uns nur kurz ein paar Eigenschaften aufzählen, die unsere Mütter bzw. jeder von uns, der Mutter ist, an den Tag bringen muss. Sie muss auf jeden Fall liebevoll sein, zärtlich, einfühlsam, gelassen, stark, vielleicht auch zwischendurch streng und manchmal auch gleichgültig und noch viel, viel, viel mehr Eigenschaften. Versuch dich für die heutige Einheit, einige dieser Eigenschaften zurechtzulegen und diese in deine Praxis zu integrieren, hineinzuspüren, vor allem das Mitgefühl und die liebende Güte. Genau das ist unsere Intention für die heutige Praxis. Namaste. Dann komm nochmal nach oben, richte dich auf, nimm die Arme über die Seite, öffne die Augen, dann streck dich lang nach oben. Ausatmen vor dein Herz. Versuch nochmal. Genauso, über die Seite, zieh den Bauchnabel nach innen oben. Länge deine Wirbelsäule, atme lang aus vor dein Herz. Noch einmal so. Bleibe lang nach oben, richte deinen Blick geradeaus, nimm deine linke Hand links auf die Matte und dann beuge dich zur linken Seite. Fingerspitzen drücken sanft gegen die Matte, dein rechter Arm streckt zur Seite, versuche in deine rechte Flanke hineinzudehnen. Tief einatmen und ausatmen. Drehe auch gerne deinen Blick nach oben, so als würdest du an deinen rechten Oberarm vorbeischauen. Und dann streck deinen rechten Arm nach oben lang. Und dann bring deinen rechten Arm hinter dir. Versuch hier deinen Brustkorb zu weiten, zu öffnen. Spüre, wie dein rechter Schulterblatt zur Wirbelsäule zieht. Tief ein- und ausatmen. Bleib hier noch eine Atemlänge. Und dann komm wieder zurück und dann zieh dich in die Länge nach oben. Bring deine rechte Hand, Fingerspitzen auf die Matte. Nimm deinen linken Arm nach oben und dann beuge zur rechten Seite. Mach dich auch hier in die linke Flanke bewusst weit. Druck hier in deine Fingerspitzen.
Versuch die Sitzbeinhöcker zu erden. Schaffe hier Weite, Länge und dann bring deinen linken Arm nach oben senkrecht und dann öffne dich nach hinten. Dein Blick schaut nach oben. Öffne bewusst deinen Brustkorb. Lass die linke Schulterblatt zur Wirbelsäule ziehen. Spür die Dehnung. Sei hier kraftvoll, achtsam genauso. Dann komm wieder zur Mitte und zieh dich nach oben lang. Atme ein, bring die Hände vor dein Herz, hacke die Finger ineinander. Streck die Handflächen nach vorne und dann zieh noch einmal lang nach oben in die Länge. Und bleib hier bewusst, lass die Schultern in den Körper sinken. Zieh den Bauchnabel nach innen oben, spanne deine Beckenbodenmuskulatur, entspanne deine Knie. Und dann bring deinen Oberkörper mit deinem geraden Rücken sanft nach vorne. Versuch dich hier in deine Handflächen wegzuziehen, schaffe noch Länge, erde dich über die Sitzbeinhöcker, richte den Blick nach unten, entspanne deine Schultergürtel. Spüre die kraftvolle Haltung hier, vor allem beginnen in deine Mitte, Gesäßmuskulatur. Und dann komm wieder nach oben und löse die Haltung. Und dann löse auch hier die Sitzhaltung, komm über die Seite, lass uns ein wenig noch die Beinmuskulatur dehnen, mobilisieren. Gerade am Morgen, in der Früh am Morgen ist der Körper noch sehr steif. Bevor wir beginnen, so richtig, lasst uns noch ein bisschen mobilisieren. Gut, streck die Beine gerade aus, richte die Wirbelsäule lang nach oben aus, blick gerade, flexe deine Füße. Und dann greif mit deinen beide Hände unter deine rechte Kniekehle und löse, beuge dein rechtes Bein. Genau, richte nochmal bewusst die Wirbelsäule, Bauchnabel zieht ein, Füße bleiben geflext, so vor allem das linke. Und dann beginne hier deinen rechten Fuß zu kreisen. Wechsle auch gerne die Richtung. Lass es knacken, das macht ja nichts. Wie gesagt, der Körper ist in der Früh noch ein wenig steif. Genau, komm in die Mitte, beginn deinen Fuß zu pointen und zu flexen. Einfach die Zehen heranziehen und wegstrecken. Denk an die Wirbelsäule, denk an die Spannung in deiner Mitte. Wirbelsäule lang nach oben strecken. Und dann bleibe hier, komm hier wieder zurück zur Ruhe in der Mitte. Linke Fuß ist geflext. Atme ein, zieh das rechte Knie so richtig zu deinem Brustkorb. Flexe hier nochmal beide Füße und dann beginne mit der Ausatmung dein Bein zu strecken. Zuerst langsam über den Boden, Spannung in der Mitte, Oberkörper gerade. Zieh noch einmal an, Knie zu Brustkorb, ausatmen, etwas höher das Bein strecken. Beide Füße flexen, noch einmal, zieh noch einmal dein Knie zu deinem Brustkorb, Wirbelsäule lang. Ausatmen, strecke noch einmal das Bein, flexe deinen Fuß, bleibe hier, spür die Länge. Und dann beuge und dann bring dein rechtes Bein auf die Matte. Greife unter dein linkes, löse es von der Matte, beuge. Beginne auch hier mit deinem linken Fuß zu kreisen. Mobilisiere sozusagen deine Fußgelenke, die werden wir heute noch brauchen. Rechter Fuß ist geflext, wechsle die Richtung. Wirbelsäule ist lang, Bauchnabel zieht nach innen oben. Mitte ist immer stabil. Beginne deinen Fuß zu pointen, zu flexen. Tief ein- und ausatmen. Genau, dann komm wieder in die Mitte, zur Ruhe. Strecke noch einmal die Wirbelsäule lang nach oben. Zieh das Knie zu deinem Brustkorb. Einatmen, mit der Ausatmung über den Boden Bein strecken. Beide Füße flexen. Einatmen, zieh das Knie heran. Ausatmen, etwas höher das Bein strecken. Füße flexen, Bauchnabel einziehen. Einatmen, zieh heran. Ausatmen, streck das Bein so hoch wie möglich über den Boden. Bleibe hier, flexe deine Füße und zieh den Bauchnabel ein. Tief ein- und ausatmen. Und dann beuge und bring beide Beine, also das linke Bein auf die Matte. Schaukle die Beine hin und her. Schau mal, ob sich beide sich gleich anfühlen, ob du in beide Beine die gleiche Länge hast. Wir haben jetzt ein wenig gedehnt, gestreckt. Genau. Und dann komm über die Seite in einen Vierfüßler. Richte dich hier ein, Unterarme auf den Boden. Schau, wo der Mittelfinger auf der Matte liegt und genau davor platzierst du deine Handballen. Schulterbreit geöffnet,
Knie hüftbreit geöffnet. Zieh den Bauchnabel nach innen oben, sodass die Wirbelsäule lang ist. Dreh die Oberarme nach außen, dass du in deine Ellbogen nicht überdehnst. Und dann stell hinten die Zehen auf. Atme tief ein und dann beginne deine Wirbelsäule nach oben zu runden. Mach so einen richtig bewussten Katzenwuckel. Bleib mit deiner Schulter über die Handgelenke. Einatmen, runde dich Richtung Matte. Ein bewusster Hohlkreuz oder Kuhrücken. Ausatmen, nach oben runden, Katzenwuckel. Einatmen, bewusstes Hohlkreuz, Blick nach vorne oben, zieh die Schulter weg. Ausatmen, runde dich lang nach oben, zieh den Bauchnabel ein, Katzenbuckel. Einmal noch. Einatmen, Kuhrücken. Ausatmen, Katzenbuckel. Und dann komm in eine neutrale Wirbelsäule, zieh den Bauchnabel ein, Rücken ist gerade. Bleib hier, drück so richtig die Zehen in die Matte, Finger sind gespreizt, atme tief ein und dann löse die Knie von der Matte, ein paar Zentimeter. Die Mitte ist ganz fest, der Bauchnabel zieht nach innen oben, Schulter über die Handgelenke ausrichten. Bleib hier noch drei Atemlängen. Tief ein- und ausatmen, Spannung in deine Mitte, Wirbelsäule gerade. Noch einmal tief ein und mit der Ausatmung schieb dein Gesäß nach oben und komm in den herabschauenden Hund. Beginne hier einen Bein nach den anderen zu beugen und zu strecken. Such bewusst hier die Oberarme nach außen zu drehen. Entspanne Schultergürtel. Streck dein Popo so richtig nach oben Richtung Decke. Und jedes Mal, wenn du ein Bein streckst, drückst du die Ferse mehr und mehr in die Matte. Atme lang und tief. Und aus. Komm in die Mitte zur Ruhe. Streck dich nochmal in die Länge, atme tief ein und dann heb die Fersen hoch. Komm so richtig auf die Zehen. Und dann streck noch einmal dein Gesäß nach oben, mach so richtig ein Entenbobo. Das heißt, der Bauchnabel zieht ein und dein Brustkorb ziehst du so Richtung Matte hier. Ferse so richtig nach oben ziehen. Tief ein, spür die Stärke in deine Oberschenkel, in deine Beine. Ausatmen, wieder Ferse sinken lassen. Kurz entspannen und dann komm nochmal nach oben auf die Zehen. Tief ein und aus. Bleibe hier und lass die Fersen wieder sinken. Und dann steig links nach vorne, komm rechts dazu und lass deinen Oberkörper so richtig hängen. Uttanasana, die Vorbeuge. Beginne auch hier noch einmal einen Bein nach dem anderen zu beugen und zu strecken. Genau. Entspanne deinen unteren Rücken. Spüre bewusst, wie die Wirbelkörper auseinanderdehnen, wenn du hier deinen Oberkörper so richtig zur Matte hängen lässt. Lass die Schwerkraft hier arbeiten. Und komm zurück in die Mitte. Und dann rolle langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Intadasana. Bring die Füße zusammen. Am Anfang deiner Matte. Große Zehenferse berühren sich. Genau. Und dann nimm die Arme lang nach oben. Handflächen schauen zueinander. Bauch ist fest. Und dann komm auf die Zehen. Heb die Fersen hoch. Soweit es geht. Gestreckte Berghaltung. Auf die Zehen. Halte hier. Ja, wir trainieren gleichzeitig die Tiefenmuskulatur. Tief ein- und ausatmen. Spür die Stärke, die Kraft in dir. Mobilisiere deine Beine und dann beginne langsam deine Knie zu beugen. Ganz langsam. Bleib auf die Zehen. Schieb das Gesäß nach hinten. Press die Knie zusammen. Wirbelsäule lang, Schulter entspannen. Utkatasana-Variante. Kraftvolle Haltung oder Stuhlposition. Bleibe hier, versuche noch ein bisschen die Fersen hoch zu ziehen. Genau, tief ein. Und mit der Ausatmung bleib auf die Zehen und runde dich langsam nach unten, sodass du die Hände vor dir auf die Matte bringen kannst. Beginn ganz langsam deine Beine zu strecken. Ja?
Vorbeuge. Hier auf die Zehen. Lass den Kopf hängen. Strecke die Beine umso mehr, soweit es möglich ist. Und dann bring die Ferse auf die Matte. Hände links und rechts, nimm deine Füße. Und dann streck die Beine, heb dein Herz. Halbe Vorbeuge. Wirbelsäule lang, Beine durchstrecken. Ausatmen, beuge sanft die Beine. Uttanasana, Vorbeuge. Und dann steige rechts zurück, bleib auf die Zehen. Schau, dass das linke Knie über Fußgelenk ausgerichtet ist. Richte auch die Hüfte zum Mattenkurzhalte aus und dann streck die Arme nach oben. Atme tief ein, lass uns noch ein bisschen was Kraftvolles einbauen. Genau, tief einatmen und mit der Ausatmung lass die Arme wieder sinken. Mit der nächsten Einatmung heb die Arme hoch und die linke Ferse hoch. Genau, tief ein, mit der Ausatmung wieder sinken. Lass uns ein bisschen weitergehen. Einatmen, Ferse, Arme hoch. Mit der Ausatmung dreh dein Oberkörper zur linken Seite. Schulter in den Körper sinken lassen. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, Arme, Ferse absinken. Noch zweimal so. Einatmen. Arme hoch, Ferse hoch. Ausatmen, dreh deinen Oberkörper zur linken Seite. Gleichgewichthaltung. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, sinken. Letzte Mal. Einatmen hoch. Dreh zur linken Seite. Komm in die Mitte. Und lass die Arme und die Ferse sinken. Komm auf die Matte. Steig zurück ins Brett. Spannung in deine Mitte. Schulter über die Handgelenke. Lass uns noch ein bisschen erweitern, ein bisschen Kraft, ja? Eben. Mitte fest, Bauchnabel zieht nach innen oben. Heb dein rechtes Bein hoch. Drei Atemlängen. Flexe deinen rechten Fuß. Schulter über die Handgelenke. Und wieder sinken. Linkes Bein hoch. Bauch ist fest. Schulter über die Handgelenke. Blick nach unten. Du bist so richtig durchgestreckt. Und wieder sinken lassen. Und dann bring die Knie auf die Matte. Und komm langsam in Bauchlage. Tief einatmen. Rolle die Schultern. Von vorne nach oben, nach hinten. Handflächen bleiben auf der Matte. Und mit der Kraft aus der Mitte. Schambein fest in die Matte pressen, Fußrücken, jede Zehen einzeln in die Matte drücken. Komm nach oben in die kleine Cobra. Die Hände bleiben auf der Matte. Spannung in deine Mitte, sodass deine Knie sich von der Matte lösen. Tief ein und aus. Drei Atemlängen. Spüre deinen unteren Rücken, spüre deine Rückenmuskulatur, dehne ganz auf deinen Brustkorb. Schulterblätter zusammen. Bitte nächste Ausatmung, löse bewusst. Stell die Zehen auf und dann komm nach oben, vier Füßen. Schieb dich zurück in Balasana. Streck die Arme, leg dein Stirn ab. Lass die Zehen noch aufgestellt. Tief ein- und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung schieb das Gesäß nach oben und komm in den herabschauenden Hund. Strecke die Beinrückseite, strecke die Wirbelsäule. Tief einatmen und ausatmen. Einatmen, steig rechts nach vorne, komm links dazu. Ausatmen, Uttanasana, tief sinken. Ein, komm lang nach oben, aus, vor dein Herz. Bring die Füße wieder zusammen, Zehe, Ferse berühren sich. Linke Seite, einatmen, streck lange Arme nach oben, Handflächen schauen zusammen, Bauch ist fest und dann heb die Ferse. Bleibe hier. So richtig hoch auf die Zehen, Spannung im kompletten Körper, bis in den Fingerspitzen. Tief ein- und ausatmen und dann beginne mit der nächsten Ausatmung, die Beine ganz langsam bewusst zu beugen. Presst die Knie zusammen, schieb das Gesäß nach hinten. Utkatasana. Schulter locker. Halte hier.
Bauch ist fest. Entenpopo. Schulter entspannen, Schulterblätter zusammen. Und dann falte dich ganz langsam bewusst, bis du mit deinen Händen auf die Matte kommst. Beginne dann langsam deine Beine zu strecken, schieb das Popo nach oben, bleib auf die Zehen. Streck, soweit es für dich möglich ist, die Beine und lass deinen Oberkörper Richtung Matte sinken. Vielleicht versuchst du auch hier, die Ferse sanft nach außen zu drehen. Spüre den Unterschied hier in deiner Beinrückseite. Und dann bring die Ferse auf die Matte, Hände links und rechts. Und dann streck die Beine, heb dein Herz für die halbe Vorbeuge. Ausatmen, tief sinken. Und dann steig links zurück, bleib auf die Zehen, rechte Knie über Fußgelenk, Hüfte parallel zur Mattenkurzseite. Streck die Arme nach oben. Stabil linkes Bein durchstrecken, ausatmen, Arme sinken lassen. Arme hoch, einatmen, heb die rechte Ferse hoch und mit der Ausatmung wieder sinken. Lasst uns weiter fließen, einatmen, Arme hoch, Ferse hoch, mit der Ausatmung dreh deinen Oberkörper zur rechten Seite. Einatmen zur Mitte, ausatmen, sinken. Noch zweimal. Einatmen, Ferse hoch, Arme hoch, ausatmen zur rechten Seite. Ein zur Mitte, ausatmen, sink. Die letzte, einatmen, hoch die Arme, hoch die Ferse zur rechten Seite. Ein zur Mitte, ausatmen, auf die Matte. Steig zurück ins Brett, bring die Knie auf die Matte und komm in Bauchlage. Fußrücken, Zehen in die Matte drücken. Dann rolle wieder die Schulter von vorne nach oben, nach hinten. Löse dieses Mal die Arme. Hacke die Finger hinter deinem Rücken zusammen und streck die Arme durch. Die Arme ziehen Richtung Füße. Öffne deinen Brustkorb und mit Kraft aus der Mitte hebst du mehr und mehr deinen Oberkörper von der Matte. Drück die große und die kleine Zehe bewusst in die Matte, löse deine Knie von der Matte weg. Drei Atemlängen. Schulterblätter zusammen. Kraftvoll die Hände Richtung Füße ziehen. Und dann löse. Bring die Hände links und rechts unter deine Schulter, stell die Zehen auf und dann drück dich sanft nach oben, Vierfüßler. Und dann öffne die Knie mattenbreit, Fußrücken umlegen, schieb das Gesäß Richtung Ferse und genieß hier für einige Atemlänge die Balasana-Variante hier, Arme nach vorne gestreckt, bring deinen Stirn auf die Matte. Dann komm langsam wieder nach oben. Knie wieder unter deine Hüfte, stell die Zehen auf. Spreize die Finger und dann schieb das Gesäß nach oben. Komm, Adho Mukha Svanasana, herabschauenden Hund. Streck die Beinrückseite, streck die Wirbelsäule. Oberarme sanft nach außen drehen. Tief ein und aus. Einatmen, streck links nach vorne. Komm rechts dazu, tief sinken, Uttanasana, die Vorbeuge. Einatmen, komm lang nach oben, aus, vor dein Herz. Schließe kurz die Augen, versuch dich hier noch einmal über die Fußsäulen zu erden. Beruhige die Atmung, dein Geist. Versuch dir wieder für den nächsten Flow wieder so eine Eigenschaft in Gedanken zu rufen. Und dann atme, öffne die Arme über die Seite lang nach oben. Und dann heb dein rechtes Knie hoch. Genau.
kraftvoll hier über die linke Fußsohle erden und mit der Ausatmung beuge deinen Oberkörper nach vorne und dann streck dein rechtes Bein nach hinten. Und dann nimm auch die Arme mit nach hinten, Variante von Krieger 3. Versuch die Hüfte parallel über den Boden auszurichten, flexe deinen rechten Fuß, streck die Arme weit nach hinten. Dein linkes Bein ist vielleicht leicht gebeugt oder durchgestreckt. Atme hier lang und tief ein. Bleibe hier noch ganz kurz. Spür die Länge von der Ferse bis zum Scheitel. Bauch ist fest, Beckenboden anspannen. Und dann versuch hier die rechte Zehen hinten mit einem Schritt zu machen. Komm hier in Anjaneyasana, Ausfallschritt, linke Knie über Fußgelenk. Nimm die Arme lang nach oben, hacke die Finger ineinander, Zeigefinger strecken nach oben, Hüfte parallel zum Matten, Kurzseite ausrichten. Und dann lass dich in eine sanfte Rückbeuge sinken, dein Becken sinkt Richtung Matte, öffne deinen Brustkorb, zieh die Schulterblätter zusammen. Tief ein und aus. Komm wieder zur Mitte, lass die Arme sinken und dreh deinen rechten Fuß schräg auf die Matte, so circa 45 Grad. Linke Knie bleibt über Fußgelenk und dann streck die Arme seitlich. Komm in den Krieger 2, Virabhadrasana 2. Hüfte ist zur Mattenlängsseite ausgerichtet. Handflächen schauen nach unten. Über die Fingerspitzen ziehst du dich bewusst auseinander. Genau, tief ein und aus. Und dann bring deinen linken Handrücken an dein linken Fußgelenk. Ja, du drückst mit deinem Handrücken dagegen. Rechter Arm streckt nach oben. Versuch die rechte Hüfte nach vorne zu schieben. Hinter dir hast du so eine imaginäre Wand und dort willst du deinen Rücken anlehnen. Tief ein und aus. Spür die Kräfte in deine Beinmuskulatur. Und dann atme ein, komm nach oben wieder zurück. Krieger 2, dreh nach vorne. Dreh deinen Fuß nach vorne, streck noch einmal die Arme. Anjaneyasana, Ausfallschritt. Ausatmen, auf die Matte. Steif zurück in die Liegestützposition. Bring die Knie auf die Matte. Ausatmen, tief sinken. Einatmen. Komm nach oben in den heraufschauenden Hund. Vielleicht versuchst du bewusst die Arme so weit zu strecken, so dass sich dein unterer Rücken angenehm anfühlt. Geh nur so weit nach oben, soweit eben noch keine Schmerzen vorhanden sind. Genau. Versuch hier deinen Brustkorb nach vorne zu ziehen und deinen Blick gerade auszurichten. Tief ein- und ausatmen. Dann stell hinten die Zehen auf, spanne die Mitte und dann versuch so richtig nach oben in den herabschauenden Hund zu fließen. Mit Spannung in deine Mitte. Streck die Beine, streck deine Wirbelsäule. Atme tief ein, steig rechts nach vorne, links dazu tief sinken. Einatmen lang. Ausatmen vor dein Herz. Tief ein- und ausatmen. Gut. Für die linke Seite. Streck die Arme nochmal lang nach oben. Erde dich über deine rechte Fußsohle. Und dann heb dein linkes Bein hoch. Flexe deinen Fuß. Spanne deine Beckenbodenmuskulatur an. Bauch ist fest. Und dann versuche langsam deinen Oberkörper nach vorne parallel über den Boden zu bringen. Streck das linke Bein nach hinten und dann nimm auch die Arme nach hinten. Versuch die Hüfte über die Matte auszurichten, parallel. Dein linker Fuß ist geflext, rechtes Bein entweder leicht beugen oder durchstrecken. Von der Ferse bis zum Scheitel bist du so richtig durchgestreckt und parallel über den Boden. Bleibe hier, tief ein- und ausatmen. Und dann komm langsam auf die linke Zehe nach hinten. Anjaneyasana. Streck die Arme lang nach oben. Rechte Knie über Fußgelenk. Hacke die Finger ineinander. Zeigefinger streckt nach oben.
Und dann geh hier in eine sanfte Rückbeuge, öffne dein Herz, sei hier mitfühlend, liebevoll zu dir selbst. Tief ein und aus. Dann komm wieder langsam nach oben, löse deine Hände, lass sie nach unten sinken und dann bring deinen linken Fuß schräg auf die Matte, rechte Knie bleibt über Fußgelenk, strecke die Arme seitlich aus. Virabhadrasana 2, Handflächen schauen nach unten, zieh die so richtig bewusst lang auseinander. Und dann bring deine rechte Handrücken an dein rechten Fußgelenk, innen, linker Arm streckt nach oben. Drück die linke Hüfte nach vorne, streck die Wirbelsäule. Spanne deine Oberschenkelmuskulatur an, streck das linke Bein, verlagere das Gewicht auf die Außenkante. Tief ein und aus. Und dann komm wieder nach oben, Krieger 2. Dreh deinen linken Fuß und deinen Oberkörper nach vorne. Anjaneyasana. Ausatmen auf die Matte. Steig zurück ins Brett. Bring die Knie auf die Matte. Und lass dich in die Matte sinken. Tief einatmen. Rolle die Schulter von vorne nach hinten. Hacke wieder die Finger hinter deinen Rücken zusammen. Und streck die Arme durch. Mach die Mitte fest. Und mit der Stärke aus der Mitte löst du dieses Mal auch die Beine und hebst deinen Brustkorb hoch. Lass die Schulterblätter zusammenziehen. Drei Atemlängen. Löse langsam. Bring die Hände wieder unter deine Schulter. Fußrücken liegt auf und dann drück dich wieder sanft nach oben, herauf, schauen den Hund. Arme so weit strecken, dass dein unterer Rücken sich hier zusammengestaucht wird. Wobei durch diese Zusammenstauchung wird hier die Durchblutung angeregt. Schau dabei, dass du keine Schmerzen hast. Blick nach vorne, öffne deinen Brustkorb. Und dann lass dich wieder tief sinken. Stell die Zehen auf, drück dich nach oben. Vierfüßler, öffne nochmal die Knie, mattenbreit auseinander, Fußrücken umlegen, schieb das Gesäß nach hinten. Mach dir so richtig Platz zwischen deine Oberschenkel. Genau, und dann bring deine rechte Hand mittig auf der Matte. Und dann fahr mit deinem linken Arm unter deinen rechten, so wie in einem Nadelohr. Und dann bring die linke Schulter, linke Schläfe auf die Matte. Lass das Gesäß, soweit es möglich ist, Richtung Matte sinken. Und dann lege auf deinen rechten Unterarm auf die Matte. Genau. Sanfte Verdrehung in der Wirbelsäule. Drei Atemlänge hier genießen. Löse langsam, streck beide Arme wieder nach vorne, bring deinen linken mittig auf der Matte und fahr mit deinem rechten Arm unter deinen linken, bring die rechte Schulter, rechte Schläfe auf die Matte und dann deinen linken Unterarm. Gesäß Richtung Matte sinken lassen, entspanne die Leiste und vor allem deinen unteren Rücken. Drei Atemlänge hier stehen. Komm langsam wieder zurück, streck beide Arme aus, lass deinen Brustkorb Richtung Matte sinken, bring eventuell, wenn dir das gelingt, deinen Brustkorb und dein Kinn auf die Matte und dann leg auch die Unterarme ab. Das öffnet hier mehr deinen Brustkorb. Wenn dir das nicht gelingt, dann bring einfach die Stirn auf die Matte.
Dann komm noch mal nach oben hoch. Und dann bring die Ellbogen etwas näher zueinander. Dein Gesäß schiebst du noch einmal Richtung Ferse nach hinten. Genau. Und dieses Mal nimmst du die Handflächen zusammen. Einfach die Handflächen aneinander legen. Deine Ellbogen sind näher beieinander, aber gerade so viel nahe, dass du deine Stirn noch dazwischen ablegen kannst. Genau. Und dann legst du hier dein Stirn auf die Matte. Und dann bring deine Daumen hinten an deinem Nacken. Ganz eine sanfte Dehnung für deine Schultergelenke, für deinen Schultergürtel, aber gleichzeitig für deinen Brustkorb. Ja, löse langsam. Komm wieder langsam nach oben. Bring die Knie wieder zusammen. Stell wieder die Zehen auf, streck die Arme etwas weiter nach vorne, spreize die Finger und dann schieb dein Gesäß wieder nach oben, komm in den herabschauenden Hund. Beginne hier noch einmal, einen Bein nach dem anderen zu beugen und zu strecken. Genau. Und dann leg noch mal die Knie ab, bevor wir sozusagen in die Dehnung hineingehen, bevor wir in diese gelassene Übungen hineingehen, lasst uns noch ein bisschen was Kraftvolles tun. Und dafür bring die Unterarme auf die Matte. Fasse mit deinen Händen deine Ellbogen. Das ist quasi den Abstand, den du hier nehmen musst und den auch behältst während der Übung. Genau. Und dann löse, hacke die Finger ineinander und platziere sozusagen deine Hände hier, deine Gefalten auf die Matte. Zieh die Ellbogen eher so zueinander, sodass du hier nicht auseinander driftest. Genau. Gut, die Ellbogen so richtig in die Matte pressen, genauso wie deine Unterarme und hier deine gefaltenen Hände. Die Zehen sind aufgestellt, bleib hier, spanne die Mitte ein und dann schieb dein Gesäß nach oben. Willkommen in den Delfin. Lass die Ferse Richtung Matte ziehen und gleichzeitig beginnst du hier deinen Brustkorb so richtig Füße Richtung Matte ziehen zu lassen. Deine Beine sind durchgestreckt, Gesäß zieht nach oben lang. Tief einatmen und ausatmen. Zieh die Ellbogen zueinander. Schau, dass du hier nicht mit deinen Ellbogen auseinander driftest. Genau. Und dann bleibe hier und lass uns dann noch so einen kleinen Flow einbauen. Zieh den Bauchnabel nach innen oben. Atme hier tief ein. Und mit der Ausatmung schiebst du dich über deine Unterarme nach vorne, bis du dein Gesicht auf Höhe Hand bringen kannst. Bauch ist fest. Ausatmen, schieb dich zurück. Die Fersen, sie Richtung Matte sinken. Einatmen, nach vorne ziehen. Ausatmen, wieder zurück. Bauch ist fest. Noch dreimal so. Einatmen, zieh dich nach vorne. Denk an deine Ellbogen. Ausatmen, zurückschieben. Noch zweimal. Einatmen, nach vorne ziehen. Ausatmen. Schieb dich zurück. Letzte Runde. Einatmen. Gesicht über deine Hand. Hände bringen. Ausatmen. Zurück. Bleibe hier. Versuch bewusst, hier deinen Brustkorb Richtung Füße, Richtung Matte ziehen zu lassen. Und dann löse langsam. Bring die Knie auf die Matte. Fußrücken umlegen. Genieße für 2, 3 Atemlänge Balasana. Bring dieses Mal deine Arme nach hinten. Leg dein Stirn ab, Gesäß auf die Fersen ablegen. Und dann versuch bewusst Schulter, so richtig die Schulterblätter auseinanderziehen zu lassen. Entspanne die Schultergelenke. Löse, komm langsam nach oben. Lass uns noch einen draufsetzen. Noch einmal die Knie hüftbreit. Nimm noch einmal den Abstand für deine Ellbogen. Und dann löse. Hacke die Finger ineinander. Das ist die letzte Runde, versprochen.
Denk an die Ellbogen eher zueinander ziehen. Press die Ellbogen, Unterarme und die Hände so richtig fest in die Matte. Stell die Zechen auf. Und dann schieb noch einmal das Gesäß nach oben. Und dann komm in den Delfin. Atme hier tief ein. Und dann lasst uns noch eine Kleinigkeit dazu bauen. Und atme aus, lass die Ferse sinken, streck die Beine, streck die Wirbelsäule. Und dann komm langsam wieder mit der Einatmung nach vorne. Gesicht über deine Hände. Bauch ist fest. Und dann löse dein rechtes Bein. Genau. Flexe deinen Fuß. Spannung halten, bleib hier, Mitte ist fest. Und bring deinen Fuß wieder zurück auf die Matte. Bleibe hier, streck dein linkes Bein nach oben. Spannung, fest die Mitte und wieder lösen. Und dann schieb dich zurück und bring die Knie auf die Matte. Und genieße wieder 3 Atemlänge, Balasana. Bring die Stirn auf die Matte, die Arme nach hinten strecken. Hände zu deinen Füßen. Dann löse, komm langsam nach oben. Ich hoffe, euch ist genauso warm wie mir. Gut. Komm über die Seite so, dass du hier in eine Sitzposition kommen kannst. Streck die Beine nach vorne, pointe die Füße, genau, und bring die Hände hier hinter deinen Gesäß, die Fingerspitzen schauen nach vorne, streck die Wirbelsäule, Bauchnabel einziehen, streck die Beine, pointe die Füße und dann atme ein und dann schieb dein Gesäß nach vorne, genau, von den Zehen bis zu deinen Schultern. Streckst dich regelrecht durch. Dein Bauchnabel zieht nach innen oben und dein Gesäß ziehst du Richtung Decke. Spannung halten und dann wieder lösen. Sanfte Brustkorböffnung. Gut. Dann komm hier auf die Matte, zieh die Sitzbeinhöcker nach hinten außen. Beuge vielleicht sanft deine Beine. Oder du streckst sie durch, schau, wie es für dich angenehmer ist. Und dann streck die Arme nach oben, zieh den Bauchnabel ein, streck die Wirbelsäule, zieh auch die Zehen Richtung Körper, das heißt, du flexst deine Füße. Und dann wieder Ausatmung. Lass dich hier ganz sanft über deine gebeugte Beine so richtig tief sinken. Fasse deine Füße und dann leg dein Knie auf, dein Kopf auf deine Knie. Sanfte Dehnung in deine Körperrückseite. Versuch hier alles loszulassen, alles zu entspannen. Denk an diese Eigenschaft, Gelassenheit. Löse langsam, Wirbel für Wirbel, komm langsam nach oben und streck die Beine aus. Und dann beuge dein rechtes Bein, steig mit deinem rechten Fuß über das linke. Du kannst natürlich auch gerne hier stehen bleiben, das heißt, rechter Fuß einfach auf die Innenseite von der linken Knie oder du steigst drüber, genau. Die Wirbelsäule ist lang nach oben gestreckt. Lasst uns hier in den Drehsitz gehen. Dann streck beide Arme lang nach oben, Wirbelsäule lang. Fasse mit deiner linken Ellbogenkelle dein rechtes Knie und beginne hier ganz sanft Richtung linke Schulter zu ziehen. Rechter Arm streckt hoch und dann bring zuerst deinen rechten Arm hinter dir auf die Matte. Die Handflächen drückt die Matte weg, sodass du hier wie ein Hebel die Wirbelsäule noch einmal bewusst nach oben strecken kannst. Dann zieh das Kinn ganz sanft heran. Strecke die Halswirbelsäule und erst dann beginnst du deinen Körper und deinen Kopf zur rechten Seite, zur rechten Schulter zu drehen. Dein linken Fuß ist geflext, der Bauchnabel zieht nach innen oben. Denk daran, in deiner rechten Handfläche drückst du sanft dagegen. Verlagere nicht das Gewicht in deine Handfläche hinein. Strecke die Wirbelsäule und genieße diesen Twist
diese Verdrehung in der Wirbelsäule. Deine Verdauung wird angeregt, deine inneren Organe werden sanft massiert und deinen unteren Rücken wird hier entlastet, Wirbelkörper dehnen auseinander. Bandscheiben können sich mit Flüssigkeit ansaugen, tief ein- und ausatmen. Ganz sanft an deine rechte Knie zu linke Schulter ziehen. Flexe deinen Fuß. Genau. Und dann drehe deinen Kopf wieder zurück zur Mitte. Löse deinen rechten Arm. Löse deinen linken und dreh ganz kurz zum Ausgleich zur linken Seite. Komm wieder zurück zur Mitte. Streck dein Bein aus. Und beuge dein linkes. Entweder bleibst du hier auf der Innenseite oder du steigst auf die Außenseite. Okay, Bauchnabel einziehen, Wirbelsäule lang strecken, Fuß flexen. Streck die Arme weit nach oben, fasse mit deiner rechten Ellbogen dein linkes Knie und ziehe hier ganz sanft zu deiner rechten Schulter. Linke Arm bringst du hinter dir auf die Matte, ganz sanft dagegen drücken, zieh das Kinn heran. Strecke die Halswirbelsäule und dann beginne zur linken Seite zu drehen. Öffne bewusst deinen Brustkorb. Linke Schulter bleibt sie zur Wirbelsäule. Sanft an dein linkes Knie ziehen. Rechter Fuß ist geflext. Zieh so richtig auch die Fußballen, also die Großzehenballen, zieh bewusst zu Körper. Spüre dadurch mehr Länge in deiner Beinrückseite. Mit jeder Ausatmung mehr zur linken Seite zu öffnen. Versuch bewusst in den Bauch hineinzuatmen. Spüre, dass du mehr loslassen kannst, wenn du da lang ausatmest. Dreh deinen Kopf dann langsam zur Mitte, löse deinen linken Arm, löse deinen rechten, aus Ausgleich dreh dann kurz zur rechten Seite. Streck die Wirbelsäule. Und dann komm langsam wieder zur Mitte. Und dann komm langsam in Rückenlage. Wirbel für Wirbel auf die Matte ankommen. Lasst uns noch eine Verdrehung hier für die Wirbelsäule ganz angenehm gleichzeitig geben für unsere Gesäßmuskulatur was tun. Dann streck die Arme so sanft nach oben, zieh die Knie heran zu deinem Brustkorb, unteren Rücken in die Matte drücken und dann überkreuze deine Beine. Schau mal, ob du mit deinem rechten Fuß nochmal um deine Unterschenkel links so fädeln kannst, ja, verschlingen kannst. Wenn nicht, dann lass einfach die Beine übereinander. Wenn dir diese Verschlingung hier gelingt, heb kurz deinen Brustkorb hoch, die Mitte anspannen und dann fasse hier an deine linken Knie vordere Seite oder unter die Kniekehle, was für dich angenehmer ist, ja? Genau. Und dann beginne langsam mit der Ausatmung wieder deine Schulterblätter, Kopfrückseite auf die Matte zu bringen. Mit jeder Ausatmung ziehst du diese Kniepacket mehr zu deinem Brustkorb. Tief ein- und ausatmen. Du solltest ganz eine sanfte Dehnung in deine linke Gesäßaußenseite spüren. Versuch hier jegliche Spannung in deine Wirbelsäule, in deine Rückenmuskulatur loszulassen. Die Schulterblätter Richtung Matte ziehen zu lassen. Noch eine Atemlänge tief ein und ausatmen. Und dann lass dein Kniepaket hier, streck nur die Arme seitlich aus, Handflächen schauen nach unten. Genau, und jetzt bewusst zuerst die Mitte festmachen und dann bring dein Kniepaket auf die linke Seite. Dein rechtes Knie sollte auf die Matte ankommen.
Mach dir keine Sorgen, wenn deine rechte Schulter hochgeht, ja? Das mit der Zeit löst das die Erdanziehungskraft, dass die Schulter auf die Matte kommt. Wichtig ist, dass die rechte Knie links auf der Matte zum Liegen kommt. Und dann dreh deinen Kopf zur rechten Schulter, rechte Seite. Wenn deine rechte Schulter zu hoch sein sollte über die Matte, löse vielleicht deinen rechten Arm und bring ihn einfach auf der Hüfte, dass du hier rechte Schultergelenk hier entspannen kannst. Und dann beginne hier in deinen rechten unteren Rückenlendenwirbelbereich bis zu deiner rechten Schulter all die Anspannung, all die hier die Kraft, die wir aus der Übung mitgenommen haben, loszulassen. Entspanne die Muskulatur, beruhige die Atmung. Atme bewusst lang und tief ein und gelassen aus. Noch zwei Atemlängen hier stehen bleiben. Und wenn du hier beginnst zu lösen, entweder die Mitte anspannen, dein Kniepaket zurück zur Mitte, oder du öffnest gleich hier deine Beine quasi auseinander und kommst so zurück zur Mitte. Und hier wieder in die Mitte angekommen, löse, falls du noch nicht gelöst hast, nimm die Hände hier auf deine Kniescheibe und schaukle, ganz kleiner Ausgleich hier oder kreise mit deinen Beinen, sodass deinen unteren Rücken eine kleine Massage verpassen kannst. Und dann schlinge dein linkes Bein um das rechte. Auch hier, wie gesagt, wenn du deinen Fuß nicht um den Unterschenkel schlingen kannst, mach nichts, halt einfach die Beine. Und dann fasse hier an deinen rechten Knie oder unter der Kniekehle, was für dich angenehm ist. Und dann zieh auch hier an deinem Knieparkett und bring die Schulter und die Kopfrückseite wieder zurück auf die Matte. Du solltest jetzt dieses Mal hier in deiner rechten Gesäßmuskulatur außen eine sanfte Dehnung spüren. Denk daran, Spannungslosigkeit in deiner Rückenmuskulatur, in deiner Wirbelsäule, Kopfrückseite hier ganz entspannt auf der Matte liegen lassen. Tief ein und aus. Bring hier Gelassenheit und Ruhe in deinen Körper. Dann öffne, löse deine Hände. Lass deinen Knieparkett noch hier bewusst. Genau, bring die Handflächen nach unten auf die Matte. Und dann ganz langsam, zuerst die Mitte festigen und dann bring dein Knieparkett auf die rechte Seite. So dass dein linkes Knie auf die Matte ankommt. Und dann dreh deinen Kopf zur linken Schulter. Denk daran, auch hier macht nichts, wenn deine linke Schulter noch nicht auf der Matte ankommt. Wichtig ist eher, dass das linke Knie auf der Matte liegt. Beginne dann hier von linker Hüfte, unteren Rücken bis in den linken Schultergelenk all die Anspannung loszulassen. Tief ein. In den Bauch hineinatmen. Verlängere bewusst die Ausatmung und lasse los. Noch drei Atemlängen hier. Dreh deinen Kopf zur Mitte und wie gesagt, entweder löst du hier die Knie oder mit Spannung in der Mitte bringst du dein Kniepaket wieder zurück. Und dann nimm wieder die Hände auf deine Kniescheibe und dann kreise nochmal.
vielleicht in die andere Richtung wie vorhin. Verpasse deinen unteren Rücken damit noch eine kleine Massage, kleine Entlastung hier. Tief ein und aus. Und dann streck die Beine aus, lass die Fußsohle nach außen, wir bereiten uns für Shavasana, für deine Schlussentspannung vor. Ich werde für dich Schlussentspannung dich hier einleiten, das heißt, versuch bewusst die Körperrückseite ganz entspannt in die Matte sinken zu lassen, Schulter, Schulterblätter auflegen, entspannen, die Handflächen schauen nach oben, Kopf entlang der Wirbelsäule ausrichten, die Fußsäule fallen nach außen, schließ die Augen. Und dann beginne die Atmung wieder bewusst wahrzunehmen. Such bewusst zu schauen, wie die Atmung kommt, wo und wie sie sich in deinen Körper ausdehnt. Auch wahrnehmen, wie die Atmung wieder deinen Körper verlässt. Nimm noch einmal bewusst deinen Körper auf der Matte wahr. Mach so eine kleine Wanderung. Beginne bei deinen Zehen, durch die Fußsohle, Unterschenkel, Oberschenkel, unteren Rücken, mittleren Rücken, oberen Rücken, Schulter, Arme, Hände und dann nach oben bis zu deinen Scheitel. Entspanne hier den Muskel. Entspanne deine Gesichtsmuskulatur, deinen Gaumen. Versuch bewusst, Energie mit jedem Atemzug aufzunehmen. Und all das Verbrauchte, all das, was du nicht mehr benötigst, mit der Ausatmung loszulassen. Lass dich von der Matte sanft tragen, spür dich federleicht und bring die Aufmerksamkeit in deinen Herzraum. Und versuch nochmal, all die Eigenschaften, die eine Mutter braucht, noch einmal so richtig hier hervorzuholen. Liebe, lass es auf dich einwirken. Mitgefühl für die Kinder, für die Mitmenschen um dich herum. Gelassenheit, Ruhe, Geborgenheit, Zärtlichkeit, Stärke, vielleicht auch Gleichgültigkeit, Dankbarkeit, Demut, all das, was dir einfällt. Lass sie noch einmal so richtig bewusst in deinen Herzraum fließen. Spür dich hier offen. Spür die Energie. Und speichere diese in jede Zelle deines Körpers. Bleib hier noch einige Augenblicke. Genieß dich hier in deiner Schlussentspannung.
Dann beginne langsam wieder deine Atmung intensiver wahrzunehmen. Atme wieder bewusster in den Bauchraum hinein. Und mit der Ausatmung weit über den offenen Mund, so richtig mit einem lauten alles loslassen. Noch einmal so, lang und tief durch die Nase ein. Durch den offenen Mund mit einem lauten alles loslassen. Und dann beginne langsam auch wieder Bewegung zuzulassen. Bewege Hände, bewege Füße, Kreise, Pointe, Flexe. Nimm die Arme eventuell über den Kopf nach oben, streck dich nochmal lang. Spür die Länge in deinem Körper, in deiner Wirbelsäule. Und eventuell noch einmal bewusst die Knie heranzuziehen zu deinem Brustkorb. Schaukle dich eventuell noch mal von links nach rechts oder über die Wirbelsäule von vorne nach hinten. Mach einfach die eine kleine Bewegung, die hier eben dich wieder aktiviert, deinen Körper aktiviert. Und dann komm langsam wieder nach oben in eine aufgerichtete Sitzposition. Entspanne deine Knie. Streck die Wirbelsäule lang nach oben, lass die Augen noch geschlossen, atme mit mir noch einmal lang und tief ein. Und lang ausatmen. Und dann nimm die Hände vor dein Herz. Berühre mit Daumen deinen Brustkorb, sodass die Energie nach innen fließen kann. Schick einen kleinen Dank an dein inneres Ich, dafür, dass du heute auf die Matte gekommen bist. Ein Dank dafür, dass du deine heutige Intention wahrlich verinnerlicht hast können. All die Eigenschaften, die wir hier aufgezählt haben, so richtig mitgenommen hast in deiner Praxis. Und ein herzlichen Dankeschön an die Mütter, auch gerne auch an meine Mutter. Und wenn du die Einheit heute verlässt, dann mach das bitte mit Freude, mit Offenheit und Dankbarkeit. Das Göttliche in mir verneigt sich vor das Göttliche in dir. Namaste. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast eine angenehme Einheit gehabt, Stärke mitgenommen, Gelassenheit mitgenommen, Ruhe. Ich wünsche natürlich morgen einen schönen Muttertag, ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank.